Moin Leute and yay, hello friends of Rail. Wir machen ein kleines Unboxing-Video hier. So, morgen ist ja glaube ich Heiligabend. Deswegen wünsche ich erstmal allen, die meine Videos gucken, tolle Weihnachtsfeiertage und natürlich auch kommt gesund ins neue Jahr. Und ja, schauen wir mal. Wie ihr im Titel entnehmen könnt, sind das hier Hürde 13, nämlich vierte Sondermodelle. Vorbestellte. War nicht die Vorbestellte, da weiß ich gar nicht mehr. So. Sonderlock von Pico. So. So mag ich das immer gerne, keine Nupsis, ne? Oha, oha. Bahnbaugruppe, DB-Wagen. Schön schwarz untersetzt. Schienenreinigungsfunktion. Und zwar ein Wilde 13 Plus DE Modell. Picos Prospect Deck vorne. So. Der ist nochmal dicht geklebt. Ah, oh, wir haben ein Messer. Zack. So. Schaut mal. Die Schleifpad. Ja, so einen Reinigungswagen habe ich in US, aber der hat mir besonders gefallen. Der kann nämlich in meinen Bauzug mit rein. Kommen natürlich andere Kupplungen ran. Schon mal beiseite. So. Pico Expert Modell und zwar ein Diesel Vectron. Bahnbau. Ich weiß, es ist ein fiktives Modell, da wisst ihr aber, habe ich kein Problem mit. Log-Off-Funktion geprüft durch Herr Bender am 17.12. Okay, dann wird hier schon mal funktionieren. Da spielbaren Werst habe ich den her. Ja, Bahnbaugruppe, ja, sieht schon richtig gut aus. Also ist auch mein erster Diesel-Vectron. Ich muss mal ziehen, wie viele Vectrons habe ich. 1, 2, 3, 4, 5 Vectrons, aber alles eh. Mein erster Diesel-Vectron. Und von daher kommen wir raus hier. Und so ein Sleeve hier drin. Das erkennt. Wenn man die Dachgärten kennt vom Vectron und dann so diese Vectron hat hier, beiden Hupen, Lüfter, sieht da relativ nackt aus. Den Gesetz gefällt mir. Interessantes Modell. Dann gleichen wir das doch gleich mal auf. Hm? Mal eben was gucken. Keine separaten Zugriffsteile. Und alles unten angedeutet. Okay. Machen wir mal Decoder rein und gleichen das mal auf. Ne? So, da kommt er angefahren. Der 247. Diese Vectron ist mein kompletter Bauzug hier. Hinten dran ja noch die Messwagen.
Klar, ist fiktiv das Modell. Aber ich finde es cool. Und ist mein erster Dieselektron. Dann haben wir hier den Reinigungswagen noch, der mir auch gefällt. V4 drin, läuft ganz gut das Modell. Die Beleuchtung muss ich noch ändern. Stromabnahme, seht, flackert. Gefällt mir so nicht. Okay, wollen wir es zeigen? Kommt gut rein und feiert schön Weihnachten.